Wer am 2. Oktober 2013 durch die Innsbrucker Messe wandelte, begegnete auf Schritt und Tritt Tiroler Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern. Und das ist kein Zufall. Heute ist der Bürgermeistertag auf der Tiroler Messe und es ist ja so, dass die Gemeinden Tirols natürlich ganz, ganz große Investoren auch für die Tiroler Wirtschaft sind. Und daher halte ich das für eine sehr, sehr gute Tradition, dass der Tiroler Gemeindeverband alle Bürgermeister einlädt auf die Messe, damit man entsprechend Kontakte pflegen kann. Festredner waren der für die Gemeinden im Land zuständige Landesrat Hannes Tratter sowie Tirols Landeshauptmann Günther Platter. Draußen zu sein, gerade bei solchen Veranstaltungen Kontakt zu halten, ist ganz, ganz wichtig, dass man auch ein Feedback bekommt über die Arbeit und die Probleme der Menschen wirklich auch vor Ort kennenlernt. Denn darüber zu lesen ist zu wenig, man muss es auch persönlich hören. Und es ist auch wichtig, dass man einfach abseits des tagespolitischen Geschäftes sich trifft, das eine oder andere miteinander bespricht, weil die Chemie zwischen der Landesregierung und den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern muss gut sein. So ein Tag trägt dazu natürlich auch bei. Der Bürgermeistertreff ist für die Gemeindeoberhäupter ein willkommener Anlass, Politiker und andere wichtige Ansprechpartner zu treffen. Wir Bürgermeister, wir brauchen alle Geld. Wir sind auch auf viele Gemeinden, sind auch die Hilfe des Landes bzw. eben auch angewiesen. Und da rettet man sich natürlich, ich sage es ganz ehrlich, bei einem Glas Wein oder ein Bier leichter. Ja, für uns Bürgermeister ist es immer wieder ein Treffen, wo man sich austauschen kann mit den Kollegen beziehungsweise einfach auch in den Ansprachen einiges Neues erfährt, sei es vom Präsidenten, sei es von der Innsbrucker Bürgermeisterin oder sei es auch vom Messepräsidenten, und es ist einfach ein toller Tag. Ja, natürlich ist es ein wichtiger Treffpunkt. Erstens kann man Meinungen und gegenseitig austauschen ein bisschen und man hinterfragt natürlich alles Neueste, was überhaupt los ist, und die Messe ist an und für sich natürlich auch was Wichtiges in ganz Tirol, denke ich. Man macht Erfahrungsaustausch, man frischt sozusagen Freundschaften wieder einmal auf. Und der ein oder andere, und das sind sehr viele, der hat natürlich auch einen konkreten Hintergrund mit Projekten aus seiner Gemeinde, wo er sich da umschauen kann und schon einmal gründlich erst Informationen einholen kann. Tirols Gemeinden sind ein wichtiger Faktor für Tirols Wirtschaft. Hier gibt es ganz, ganz tolle Anbieter aus Tirol, die Gusto machen sollen. Und es kurbelt natürlich die Wirtschaft an. Und die Innsbrucker Herbstmesse, da muss ich ein Kompliment der Messeführung machen, hat sich sehr stark modernisiert. Ich muss sagen, es ist wieder für jedermann was dabei. Und wenn man auch nur Leute treffen will, auch da ist man richtig auf der Herbstmesse. Also ich kann jeden nur einladen, hier vorbeizukommen. Ich muss sagen, es zahlt sich aus. Die Gemeinden, heißt ja immer, sind die größten Investoren im ganzen Land, und wir müssen es da immer auf dem Laufenden halten, weil wir haben ja weniger Geld in Zukunft, oder halt die meisten Gemeinden haben weniger Geld, und deswegen versuchen wir natürlich das Beste daraus zu machen und ihnen genauestens zu informieren, was auf dem Markt los ist. Ja, die Tiroler Gemeinden sind der größte Auftraggeber eigentlich für die heimische Wirtschaft, wenn man querbeet von den Investitionen bis hin zur Tagesbeschaffung sich das Auftragsvolumen anschaut, dann ist die Summe der Tiroler Gemeinden der größte Auftraggeber. Und damit natürlich, wie es heute auch schon mehrfach angesprochen wurde, ein wesentlicher Partner für die Tiroler Wirtschaft. Es gab ja gerade vor kurzem wieder aus dem Gemeindeausgleichsfonds eine große Unterstützung für die Gemeinden. Ja, wir haben also letzte Woche in der Landesregierung beschlossen, wieder 23 Millionen Euro auszuschütten. Das war die dritte Ausschüttung des Gemeindeausgleichsfonds, wo wir versuchen, als Land Tirol entsprechend auch den Bedarf, die Gemeinden zu unterstützen, dass sie die wichtigen Investitionen, die sie haben, auch abwickeln können. Man muss immer wieder das Notwendige vom Wünschenswerten unterscheiden. Das Notwendige muss prioritär gemacht werden. Das Wünschenswerte muss man dann irgendwann erledigen, wenn es auch finanziell möglich ist. Viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister nutzen die Messe auch gleich, sich über Neuerungen und Produkte sowie Dienstleistungen zu informieren, die sie für Projekte oder Beschaffungen in ihren Gemeinden benötigen. Die Gemeinde oder ein Bürgermeister ist natürlich auch ein Unternehmer, der natürlich sich am Laufenden halten sollte, was gibt es Neues am Markt. Es sind in der Gemeinde Häuser, Gebäude zu sanieren, neue werden gebaut. Und man soll sich da auf dem laufenden Stand informieren. Und das ist also die beste Gelegenheit, auf einem Platz also alles zu finden, Vergleiche anzustellen und dann vielleicht in die Entscheidungen im Gemeinderat mit einfließen zu lassen. Treffen ist wichtig, und vor allem der Austausch, auch die kommunale Abstimmung untereinander, vor allem auch gemeindeübergreifende Kooperationen, was das Stichwort auch ist, das soll natürlich auch in Zukunft vermehrt stattfinden.